Wir bekommen immer mal die Fragen gestellt oder haben auch, seit wir die Nova-Chats vertreiben, die Fragen gestellt bekommen, ja, kann man denn auch Fotos damit anschauen? Kann man denn auch irgendwie Sätze darauf speichern? Oder genau, wie kann man ein Erzählbuch vielleicht gestalten? Und das sind alles die Dinge, die wir genau mittlerweile in manchen Vokabularen integriert haben, in manchen noch nicht. Und wir wollen heute hier ein bisschen zeigen, wie man solche Seiten gestalten kann, die eben so besonders sind, die nicht im Rahmen des normalen Vokabulars sind, sondern die besondere Möglichkeiten bieten. Sie können gerne auch später noch so Ihre Fragen stellen. Sie sehen hier in dem Ablaufplan, dass ich vor allem zwei verschiedene Vokabulare zeigen werde und dort bestimmte Dinge integrieren werde. Das ist einmal das LogoFox 50 und einmal LogoFox 24. Das erste ist, dass Sie in den Webinarunterlagen so eine Art Vokabular hatten, und das müsste hier bei den Unterlagen eigentlich auch noch zu finden sein. Da sind die sogenannten Webinar-Ressourcen. Das ist eine Sammlung von Seiten, die schon vorbereitet sind. Da sind eben die Erzählbücher schon drin, da sind ein paar Seiten drin, wo Situationsbilder drauf sind, die auch entsprechend miteinander verknüpft sind. Wir werden auch gleich noch lernen, was das alles bedeutet. Diese Webinarunterlagen können Sie in Ihren Editor ziehen oder auch in Ihren Talker laden. Hier sehen Sie in meiner PowerPoint jetzt kurz, wie das funktioniert, wie Sie das da reinladen können. Als allererstes müssen Sie, wenn Sie das in den NovaChat-Editor machen, da gibt es einen Ordner auf Ihrem Desktop, der heißt NovaChat Import. Da unten sehen wir es, NovaChat Editor Import. Und diese Datei, die Sie hier bei uns in den Unterlagen finden, die müssen Sie in diesen Ordner laden. Und dann passiert Folgendes, dass, wenn Sie das da reingeladen haben, sagt der Talker, oder wenn Sie den Editor dann öffnen, dann sagt er, importiere bitte warten. Und dann importiert er dieses Vokabular, was, wie gesagt, einfach nur aus einer Sammlung von verschiedenen Seiten besteht, die wir dann in das eigene Programm oder in das eigene Vokabular integrieren können, wenn wir möchten. Genau, wenn das weg ist, dann sehen Sie hier auf der linken Seite, dass Sie dann diese Seitensammlung von verschiedenen Seiten als Vokabular sozusagen in Ihrem Editor drin haben, wenn Sie das öffnen. Und jetzt wollen wir das Ganze noch auf von dem Editor in den Talker laden. Dafür wollen wir den Talker und den Rechner verbinden mit dem entsprechenden Datenladekabel. Der Talker geht automatisch in den sogenannten Transfermodus. Dann gehen wir hier oben im Editor auf Bibliothek. Dann öffnet sich so ein Fenster. Dann gehen wir oben auf Übertragen. Dann auf Vokabular zum vom Gerät. Wenn wir das gedrückt haben, erscheint auf der linken Seite erscheinen alle Dateien auf dem Computer. In dem Falle heißt es dann Webinar-Ressourcen, und das können wir übertragen dann zu den Vokabularen auf dem Gerät. Da gehe ich auf NovaChat, zum NovaChat, und dann zum Schluss gehe ich noch auf Ende, wenn ich das Vokabular übertragen habe. Und dann haben wir jetzt all das, was wir uns heute anschauen wollen, in unserem Talker drin. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon geladen. Wir wollen uns anschauen, wie das alles gespeichert werden kann. Ich werde heute hauptsächlich direkt am Gerät arbeiten. Ich habe meinen Talker mit dem Rechner verbunden, und Sie sehen dann, wie das direkt im Gerät dann auch ausgeführt werden kann. Ich habe mein Vokabular also jetzt schon übertragen auf den Rechner, und als erstes möchte ich ein bisschen was über Erzählbücher erzählen und ein bisschen was zeigen, wie wir uns das gedacht haben, wie das aussehen könnte. Also, dafür gehe ich jetzt in den Talker. So.
Und dafür wechsle ich einmal das Vokabular. Das könnten Sie vielleicht dann auch gleich sehen, wenn Sie nämlich Ihr LogoFox geöffnet haben und das Vokabular übertragen haben. Dann sind Sie ja nicht in dem Vokabular, das Sie suchen, sondern dann gehen Sie hier rechts auf den Button. Dann gehen wir auf Bibliothek. Und jetzt kann ich hier runterscrollen und dann finde ich irgendwo, ich habe sehr viele Vokabulare hier drauf, die Webinar-Ressourcen. Und die kann ich dann öffnen. Okay, so. Ich gehe als allererstes auf das Bild Erzählen und zeige dort, was wir uns hierbei gedacht haben. Bei einem Vokabular LogoFox 50 ist es ja so, dass wir schon erwarten, dass eine Person relativ frei, wenn auch nicht unbedingt in grammatikalisch korrekten Sätzen, aber relativ frei erzählen kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir möchten nicht nur Fotos auf dem Deckblatt haben, sondern wir möchten einfach eine Mischung haben aus ein paar Fotos und natürlich dann auch die Möglichkeit, das zu kommentieren, die Fotos zu kommentieren. Nun sehen wir, dass wir hier ganz unterschiedliche Tastengrößen haben. Das ist natürlich nicht besonders gut geeignet, wenn wir einen Nutzer haben mit einem Fingerführungsgitter. Da wir aber, gehe ich jedenfalls mal von aus, Sie dürfen mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber bei den LogoFox-Benutzern habe ich doch recht viele, die ohne einen Fingerführungsgitter arbeiten. Und dann können wir das wunderbar benutzen, dass wir die Tastengröße unterschiedlich groß machen können. Und das möchte ich einfach zeigen, wie sowas geht, dass man eine Taste in der Größe verändern kann. Genau, wir haben hier eine ganz normale Vorlagenseite genommen von dem LogoFox 50. Und jetzt mache ich einfach Folgendes. Ich gehe jetzt natürlich als allererstes hier in den Editiermodus. Den sollten Sie alle kennen. Und was ich jetzt als allererstes mache, ist, dass ich diese eine Taste hier, die möchte ich gerne erstmal weglöschen, damit ich Ihnen zeigen kann, wie ich die dann herstellen kann. Da gehe ich auf Taste entfernen und sage, ja, das möchte ich. So, das Erste, was ich machen muss, wenn ich so eine größere Taste erstellen muss, ganz normal, wie ich das immer tue, ich muss überhaupt erstmal eine Taste erstellen. Dazu drücke ich lange diese Taste. Das habe ich gerade gemacht und dann gehe ich hier oben auf Neue Taste erstellen. Jetzt brauche ich im Prinzip dieser Taste eigentlich noch gar keine Funktion und auch keine Aussage zu geben, weil ich noch gar nicht entschieden habe, was da drauf soll, sondern ich sage jetzt einfach erstmal hier okay und jetzt sehe ich, jetzt habe ich hier eine kleine Taste erstellt. Und jetzt möchte ich gerne, dass diese Taste genauso groß ist wie meine anderen Tasten, wo die Fotos hin sollen. Und jetzt kann ich sozusagen von dieser Taste aus sagen, dass meine Taste auf diese Felder hier erweitert werden soll. Und das mache ich, indem ich lange diese Taste drücke, so wie ich das immer tue, wenn ich die bearbeiten möchte. Und jetzt gehe ich auf Tastengröße ändern. Und hier kann ich jetzt sagen, wie viele vertikale Zeilen die haben soll. Da soll sie 2 haben und horizontale Zeilen soll sie 3 haben in diesem Falle. Und jetzt bestätige ich das mit OK und jetzt sehen wir, nun sieht die Taste so aus wie die anderen Tasten. Wichtig ist, wenn Sie eine Taste vergrößern, ist es auch sinnvoll, das habe ich jedenfalls festgestellt, dass wenn ich zuerst ein Foto auf die Taste mache und dann die Taste vergrößere, kann es passieren, dass dieses Bild nachher pixelig aussieht, weil es sozusagen einfach vergrößert wird und dann vergrößert dargestellt wird. Das sieht dann natürlich nicht so hübsch aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Foto importieren möchte oder reinladen möchte auf die Taste, dann würde ich Ihnen immer empfehlen, das sozusagen erst zu machen, wenn Sie die Taste schon vergrößert haben. So, die Taste bearbeiten, das ist klar, das machen wir so wie immer. Wir drücken die Taste lange, gehen auf Taste bearbeiten und jetzt können wir dann hier ein Foto, das wir vielleicht schon unterwegs gemacht haben und dann auf diese Taste bringen wollen, das können wir über Import machen. Das heißt, ich habe vielleicht mit dem Tablet schon ganz normal Fotos gemacht und kann über Import jetzt auf die Fotos, die ich gemacht habe, zugreifen. Dazu gehe ich in die Galerie und jetzt kann ich hier gucken, was ich für schöne Fotos hier habe. Und dann gucken wir mal.
Da habe ich ein schönes Foto. Das waren die ersten Arbeitstage meines neuen Kollegen. Ist allerdings jetzt auch schon fast 2 Jahre her. Genau, jetzt kann ich, wenn ich möchte, hier oben für dieses Foto einen Namen eingeben. Muss ich aber eigentlich nicht machen. Die Arbeit kann ich mir sparen, denn ich suche die sowieso immer, haben Sie ja gesehen, anhand des Bildes aus und nicht anhand des Namens. Dann lasse ich diese Nummer da stehen, bestätige einfach mit OK und schon ist dieses Foto auf meiner Taste. Und hier kann ich jetzt, wenn ich möchte, dazufügen, dass ich hier einfach reinschreibe, manchmal so, und wenn ich jetzt diese Taste drücke, egal wo ich sie drücke, auf dem Foto, dann haben wir nicht wirklich gehört, weil es sehr leise war. Dann kann ich das erzählen, was zu diesem Bild gehört. Ich muss dort keine ganzen Sätze hinmachen. Ich kann das aber, wenn ich möchte. Ich kann aber auch sagen, dass ich mehr oder weniger nur eine kurze Aussage hier mache und die dann verbinde mit dem, das war langweilig oder wir haben Pizza gegessen, das war lecker. Genau, und ich möchte das nochmal machen. So, damit alle auf ihre Kosten kommen, haben wir hier natürlich auch gleich mehrere Seiten angelegt. Einmal eine Seite, die so ganz allgemein sein könnte, vielleicht die allerliebsten Sachen, von denen ich erzähle, vielleicht etwas von meinem Hund, mit dem ich jeden Tag spazieren gehe und das ich auch immer wieder gerne erzähle. Das würde ich dann vielleicht auf diese Startseite machen. Und dann haben wir noch 3 weitere Seiten hier angelegt für zu Hause. Da haben wir den gleichen Aufbau, auch nochmal 4 Felder. Dann haben wir hier die Schule und dann haben wir noch Urlaub und Ausflug. Grundsätzlich wäre es natürlich auch möglich, diese Bilder in Hochkant zu machen. Ja, wäre dann für mich relativ unruhig, diese Oberfläche, und das ist auch so, dass sich Hochkant ja ein bisschen schlechter fotografiert als Querformat. Insofern, falls die Kinder auch selber Fotos machen wollen, würde ich wahrscheinlich eher darauf zurückgreifen, dass man dann hier die Fotos in Querformat macht mit dem Fotoapparat des Gerätes. Das kann ich ja auch direkt machen. Das könnte ich jetzt einmal kurz zeigen. Wenn ich hier zum Beispiel auf diese Taste lange drücke und sage Taste bearbeiten, das kennen Sie ja alles, dann kann ich hier auch direkt auf die Kamera zugreifen. So. Und genau, dann können Sie hier sehen, dass ich ein Foto machen kann. Ich mache jetzt einfach schnell eins. Okay. Und speichere das wieder, ohne den Namen einzugeben. Und dann haben wir auch dieses Foto gleich drauf. Und das wäre eben etwas, finde ich, das hält sich besser, weil man ja rechts hier diesen Auslösebutton hat zum Drücken. Und dann kann man dieses Gerät auch selber besser halten. Insofern, das wäre halt eine Möglichkeit, wie der Nutzer dann auch selbst sein Fotobuch gestalten könnte und seine eigenen Fotos machen könnte. Okay, ich gehe jetzt in dem Falle mal auf Abbruch. Wie gesagt, für zu Hause haben wir, für Schule und für einen besonderen Urlaub oder Ausflug hätten wir dann was. Und so hat man halt mehrere Sachen, die man auch mal für eine längere Zeit irgendwo drauflassen kann und ein bisschen was von sich erzählen kann. Okay, das ist die Möglichkeit, wie man Tasten vergrößern kann. So, dann gehe ich einmal kurz aus dem Gerät raus und gehe mal durch unsere PowerPoint. Hier haben wir das in der PowerPoint, die haben Sie auch in den Unterlagen mit drin. Haben wir hier nochmal die Tastengröße ändern drin, wie man das macht. Genau, und wie man dadurch die Seite entsprechend gestalten kann. Wir haben das so gestaltet, wenn Sie diese Seite in Ihr Vokabular integrieren, dann gibt es die noch nicht als Vorlage. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nochmal einen
neue Seite gestalten wollen, weiß ich eben nicht von zu Hause, Schule, Urlaub, Ausflug, sondern dann gibt es halt vielleicht noch ein Wohnheim oder was auch immer oder irgendwas anders oder jemand ist regelmäßig bei der Oma und da will ich auch erzählen, was ich gemacht habe, dann könnte ich diese Seite hier als eine Vorlage speichern. Dann würde ich quasi in den Editiermodus gehen, würde hier auf Seiten gehen und dann würde ich die entsprechende Seite, die ich dafür benutzen möchte, in dem Fall heißt sie Erzählbuch Startseite, die möchte ich gerne als Vorlage speichern. Ne? Dann kann ich noch eine Seite hinzufügen und sonst die anderen so benutzen, wie sie sind. Und da könnte ich hier unten dann sagen, dass ich diese als Vorlage speichern möchte. Dann hätte ich diese ganzen Funktionstasten drumherum immer schon mit dabei und müsste die nicht immer neu einrichten. Okay. Eine weitere schöne Funktion, die wir nutzen möchten, ist, wenn jemand vielleicht gemeinsam mit den Eltern am Sonntagabend oder wann auch immer oder eben nach einem Urlaub ein paar Sachen erzählen möchte. Und wir haben vielleicht so einfache kleine Sätze gemacht oder ich möchte vielleicht von dem nächsten Wochenende erzählen, dass wir zur Oma fahren, die wohnt vielleicht ganz weit weg und ich freue mich da schon sehr drauf. Und ich möchte das einfach auf einer Notizbuchseite speichern. Das wäre natürlich auch sowas, wenn ich, weiß ich, zum Beispiel eine Gedichtzeile schreibe oder wenn ich vielleicht auch einen kleinen Vortrag halten möchte oder so, dann kann ich mir hier eine Seite gestalten, wo ich die ganzen Felder belege mit den entsprechenden Sätzen, die ich zuvor ganz normal in meinem Vokabular machen kann. So, jetzt wäre erstmal die Frage, wir haben ja vorhin diese ganzen Seitensätze, die wir jetzt hier schon haben, die haben wir in ein Vokabular geladen. Wie bekomme ich die denn jetzt von einem Vokabular in das andere Vokabular, also in mein eigenes Vokabular? Wie kann ich die integrieren, ohne dass ich sie komplett neu anlegen möchte? Das zeige ich einmal. Und zwar gehe ich dafür wieder in mein Gerät und werde dort zeigen, wie ich Seiten von einem Vokabular in ein anderes bekomme. Dazu muss ich jetzt erstmal in mein eigenes Vokabular wechseln. Also ich gehe hier wieder auf die Bibliothek, suche mir mein LogoFox-Programm und öffne das. So, und wenn ich jetzt hier habe ich die Notizbuchseite schon drin, das ist aber nicht schlimm. Die kann ich hier auch noch einmal weglöschen. Und ich zeige einmal, wie ich die importieren kann. So. Als allererstes würde ich diese Taste einmal kurz weglöschen. Und ich würde auch gerne schnell die Seite noch einmal kurz löschen. Okay, so. Die ist weg aus meinem Vokabular. Wie bekomme ich die jetzt dahin? Dazu kann ich hier unten auf Seiten gehen. Und jetzt kann ich nochmal hier auf die Menütaste gehen. Und dann gibt es hier eine Taste, die heißt Import. Und da kann ich drauf gehen. Und jetzt bekomme ich links die ganzen Vokabulare angezeigt. Und dann suche ich mir das Vokabular raus, das ich gerne haben möchte. In dem Falle gehe ich natürlich in die Webinar-Ressourcen. Bei Ihnen sind das nicht so furchtbar viele Vokabulare, die Sie haben. Ich gehe in Webinar-Ressourcen und jetzt zeigt er mir auf der rechten Seite alle Seiten an, die es dort gibt. In dem Falle möchte ich die Notizbuchseite kopieren. Und dann gehe ich hier einfach auf Import. Und jetzt hat er mir diese Seite in mein Vokabular importiert und jetzt kann ich selber entscheiden, wo ich diese Seiten hinmachen möchte. Also ich gehe zum Beispiel hier unten hin
und sage hier wieder, dort möchte ich eine neue Taste erstellen. Das mache ich ganz normal. Ich sage, ich möchte ein Bild laden und dieses Bild soll heißen Notiz. Gehe ich auf Suchen, da haben wir eine Notiz. Dann gehe ich hier oben auf Funktion, weil ich eine Funktion einfügen möchte, nämlich nicht Mitteilung ausgeben. Das lösche ich in dem Falle weg, das brauchen wir nicht, sondern stattdessen möchte ich eine Funktion hinzufügen und die soll heißen, das kennen Sie vielleicht schon, Seite anzeigen. Jetzt fragt er, welche Seite möchte ich anzeigen und dann gehe ich wieder hier auf der linken Seite und scrolle nach unten und sage, da soll jetzt Notizbuch angezeigt werden. Die zeigt er mir hier dann auch schon als Vorschau, dann sage ich, ja, das ist richtig, genau so soll das aussehen. Und jetzt sehen wir es auch, dass es hier steht. Und ich habe hier unten meine Taste erstellt, die mich zu meinem Notizbuch führt. So, was genau macht dieses Notizbuch jetzt? Ich gehe nochmal auf das Deckblatt zurück. Und jetzt kann ich auch aus dem Editiermodus erstmal rausgehen. Den brauche ich dafür nämlich gar nicht. Ich möchte einen besonders schönen Satz, den der Benutzer gesprochen hat, den möchte ich dort speichern auf der Seite. Das kann nämlich auch mal sein, dass, weiß ich, das erste Mal jemand einen richtig langen Satz gebildet hat und was ganz Tolles gesagt hat und ich sage, ich möchte das, dass die Mama zu Hause sehen kann und ich will das auf dieser Notizbuchseite speichern. Jetzt sage ich zum Beispiel, weiß ich, gestern mit Oma Eis essen. Also gehen wir dahin. Und ich sage, Mensch, das war so toll, dieser Satz. So was Schönes hat er noch nie gemacht. Das möchte ich, dass er das zu Hause zeigen kann. Mit Oma. Und dann waren wir mit der Oma Eis essen. Genau, diesen tollen Satz möchte ich jetzt speichern. Dazu gehe ich hier wieder auf Home, ganz unten rechts. Und dann gehe ich auf meine Notizbuchseite und sage hier rechts bei dieser roten Taste, dass dieser Satz, der jetzt im Display steht, gespeichert werden soll. Und dann sagt mir der Talker, der Text wird auf der nächsten Taste, die Sie drücken, gespeichert. Wollen Sie das wirklich? Da sage ich, ja, das möchte ich wirklich. Und jetzt drücke ich diese Taste und habe dort den Text drauf. Nun steht da natürlich nur Text. Wenn ein Kind nicht lesen kann, kann man natürlich jetzt überlegen, ob man diese Seite auch bearbeitet entsprechend noch, dass man in den Editiermodus geht und dort entsprechend ein Bild noch dazu macht. Kann aber auch sein, dass wir da sowieso nicht so sehr viele Sätze haben, sondern immer nur einen besonders schönen oder so. Oder das Kind merkt sich die Tastenposition und kann es dann auch so einfach abrufen. Und wenn der Text jetzt hier oben weggelöscht ist, dann ist er hier eben immer noch da und ich kann eine schnelle Notiz speichern. Genau. Was verbirgt sich hinter dieser Taste? Eigentlich ganz einfach. Das heißt, wenn Sie diese Taste nicht haben wollen, weil Sie zum Beispiel LogoFox 24 benutzen und 50 Felder ganz blöd sind oder ein ganz anderes Vokabular benutzen, dann können Sie diese Funktion auch selbst auf Ihrem Talker speichern. Und das ist einfach eine Funktion. Wir haben ja eben schon mal gesehen, wie man Funktionen einfügt. Wenn ich hier auf diese Taste gehe und in den Editiermodus gehe, dann schauen wir uns einmal an, was diese Taste macht. Wenn ich die lange drücke, gehen wir hier auf Taste bearbeiten und das, was die Taste macht, ist, dass ich hier oben bei der Funktion diese Funktion gespeichert habe. Text auf Taste speichern. So heißt diese Funktion und die kann ich im Grunde genommen auf jede Seite irgendwo machen, aber sinnvoll natürlich, das muss eine Seite sein, die viele leere Felder hat, damit ich dort auch etwas speichern kann, weil wenn ich aus Versehen diese Taste drücke und dann auf eine andere Taste drücke, die schon belegt war mit irgendetwas, dann wird die vorherige Belegung gelöscht. Das heißt,
wenn wir ein Vokabular haben, was weniger Felder hat und wir diese Funktion dahin machen wollen, dann nicht irgendwo, nicht zum Beispiel auf dem Deckblatt, sondern direkt auf einer Seite, die sonst lauter leere Felder hat. Ne? Denn wenn ich, kann ich einmal kurz zeigen, ne, was ich damit meine. Ich habe jetzt hier oben stehen, gestern mit Oma Eis essen. Jetzt sage ich, weiß ich, einfach nur schnell, morgen kommt Oma. So, ich gehe zurück und ich möchte das jetzt speichern und ich speichere das aus Versehen auf der Taste, die ich vorher schon benutzt habe, wenn ich dahin gehe. Ja, das möchte ich speichern und ich speichere das dahin. Das ist, dann ist mein gestern mit Oma Eis essen verschwunden. Ne? Also ganz wichtig, diese Funktion speichert auf der nächsten Taste das, was man gerne haben möchte. Und das heißt, ich brauche auf der Seite, wo diese Funktion ist, viele freie Tasten, dass ich das dort drauf speichern kann. So. Gibt es denn dazu Fragen schon? Oder gab es überhaupt in dem Textfenster? Ich guck mal gerade, im Moment sehe ich noch keine Fragen. Nein, okay, dann. Wir können ja mal kurz gucken. Gibt es von irgendjemandem eine Frage? Sie könnten auch, wenn Sie wollen, die Hand einfach kurz heben, wenn es eine Frage gibt. Keine Hand bisher. Genau, noch keine Frage. Dann würde ich sagen, ich gehe einfach weiter zu dem nächsten Punkt. Da kommen auch noch ein bisschen größere Punkte. Insofern das ist gar nicht schlecht. Hier alles nochmal erklärt, was ich vorher gezeigt habe in der PowerPoint, wenn man das nachschauen möchte. Ansonsten gibt es ja manchmal dann auch wieder die Aufnahme hinterher nochmal zum Nachschauen. Aber hier ist eigentlich auch alles erklärt, wie man eine Seite importiert. Genau, und wie man die Taste dann mit der Funktion belegt und den Link zur Seite anlegt. Okay, dann gehen wir über zu den Situationsbildern. Manchmal möchte man einfach gerne, dass über die gesamte Fläche ein Foto ist und dass ich dann auf verschiedenen Bildbereichen etwas drücken kann und etwas sagen kann oder auch vielleicht eben auf dem gesamten Bildbereich etwas zeigen möchte. Das mache ich folgendermaßen. Ich zeige Ihnen einfach erstmal ein Beispiel. Ich gehe dazu nochmal in mein Vokabular zurück in die Webinar-Ressourcen, denn da habe ich alles drin. Und zeige Ihnen einmal das Beispiel, was wir gemacht haben. Wir wollen zum Beispiel, dass der Talker-Benutzer ein Rezept ansagen kann und das am besten auch mit Bildern, weil das Kind vielleicht auch gar nicht so genau weiß, wie das geht und die anderen Kinder vielleicht auch nicht und wir wollen einen grünen Smoothie zubereiten. Und ich habe jetzt ganz absichtlich mal unterschiedliche Bildergrößen genutzt und unterschiedliche Feldergrößen. Das, was ich gemacht habe, was hier schon immer angelegt ist, ist, dass ich 9 oder 10 Situationsbildseiten vorbereitet habe mit einem entsprechenden Bildbereich, wo die Fotos hin können und hier schon immer die Verknüpfung zu der nächsten Seite, so dass ich also 10 aufeinanderfolgende Bilder nutzen kann. Bei dem ersten Bild ist es so, egal wo ich auf diesem Bild drücke, dann kommt eine Aussage. Dazu brauchen wir. Okay, eine kleine Ansage. Ne? Was brauchen wir alles für den grünen Smoothie? Um weiterzukommen, gehen wir hier unten rechts auf den Pfeil. So, jetzt wundere ich mich ein bisschen, dass hier mein Bild fehlt. Da will mich einer ärgern. Ich gehe mal kurz gucken. Ah, okay, auf der nächsten Seite ist es wieder da. Da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Also, was brauchen wir alles? Zuerst waren bei dem ersten Bild hier die alle frei, die Felder. Quatsch, Entschuldigung, nicht alle frei, sondern die waren alle noch im Ganzen. Und hier haben wir jetzt das ganze Obst, was wir brauchen. Und hier habe ich es jetzt so gemacht, dass wir, wenn wir hier drücken, klein schneiden und das Kerngehäuse entfernen.
Hier sehen wir, dass je nachdem, wo wir auf der Seite drücken, dann mir angesagt wird, was muss ich, dass ich hier sehe, was muss ich mit welchem Obst machen. Okay, so, das heißt, das, was ich im Grunde genommen hier habe, ist, ich habe ein transparentes Bild. Im Hintergrund davon habe ich eine ganz normale, meinetwegen 50-Felder-Oberfläche oder je nachdem, welches Vokabular Sie haben. Wenn Sie solche Bilder benutzen wollen, wie ich es gerade getan habe, ich gehe hier vielleicht mal weiter. Ich habe hier noch weitere Tasten, zum Beispiel hier habe ich so gemacht, dass man wirklich nur hier drücken kann, wo man dann auch drückt, wenn man die Smoothie-Maschine einschaltet. Dann ist es natürlich sinnvoll, dass man kleine Tastenfelder im Hintergrund hat und nicht allzu große Felder, weil man sonst nicht so einen schönen kleinen Bildbereich gestalten kann, um nur diesen drücken zu können. So, da würde ich einfach vorschlagen, ich gehe mal auf so eine Seite, gehe mal hier zurück, wo ich verschiedene Bildbereiche benutzt habe. Das versuche ich mal dahin zurückzukommen. Das machen wir jetzt einfach mal, indem ich nochmal auf die erste Seite wechsle und ha, das will er nicht, dann suche ich mir die Seite gleich aus. Ich gehe auf Situationsbild 1 und gehe auf Öffnen. Jetzt sehen wir hier, dass ich hier eine große Taste erstellt habe. So, jetzt meckert mein NovaChat. Entschuldigung, ich muss einmal kurz das Ladegerät anstecken, wobei mir gerade einfällt, Dustin, du müsstest mir mal einmal ganz kurz helfen. Also offensichtlich funktioniert das mit dem Laden doch nicht. Okay, das ist merkwürdig. Ja, ich gucke einfach mal. Ich hoffe, dass er durchhält und dass das alles klappt. Ja. Denn ich kann das Ladegerät ja jetzt nicht anstecken, wenn der mit dem Rechner verbunden ist. Okay. Das sind ja auch nur noch knappe 20 Minuten. Ja, das sollte er noch durchhalten, genau. So, also ich habe hier eine Seite gestaltet, da habe ich hier die äußeren Felder als ganz normale Tasten gelassen. Wir sehen, im Moment ist das, glaube ich, eine 45er Oberfläche. Hier, die kann ich auch auf 50 Felder erweitern oder das können, wie gesagt, auch weniger sein. Aber in dem Fall ist, glaube ich, mehr Felder immer besser als weniger Felder. Und hier unten habe ich die Zurückblättertaste hingespeichert. Das ist im Grunde genommen auch meine Vorlage, die ich dann immer benutze. Und hier rechts habe ich dann die Weiterblättertaste hingelegt und habe in die Mitte eine große Taste gemacht, die ich transparent gemacht habe. Ich zeige das einmal kurz, was das heißt. Es ist so, dass das Bild an sich im Hintergrund liegt. Das ist ein Hintergrundbild und ich möchte, dass das sichtbar ist und deswegen muss ich die Tasten davor transparent machen. Also ich drücke diese Taste lange, gehe auf Taste bearbeiten. Und nun zeige ich, diese Taste ist, wenn wir hier auf Layout gehen, dann ist diese Taste hier transparent, so dass ich das Bild nachher, wenn ich aus dem Bearbeitungsmodus raus bin, dann ganz normal sehen kann und diese Tasten sozusagen nur im Hintergrund sind. Sonst sind immer die Tasten im Vordergrund, ist ja klar, brauchen wir ja beim normalen Vokabular auch. Und in dem Fall ist es so, dass wir nicht die Tasten in den Vordergrund bringen wollen, sondern das dahinterliegende Bild. Ansonsten kann ich die Taste natürlich ganz normal bearbeiten. Ich gebe dort auch ein Label und eine Mitteilung ein. Und ich kann hier oben bei Funktionen dann ist wieder standardmäßig die Funktion Mitteilung ausgeben. So, wie mache ich das jetzt, wenn ich nicht eine große Taste auf dem Bild haben möchte, sondern wenn ich mehrere kleine Bereiche auf dem Bild haben möchte? Dazu gehe ich jetzt einmal auf so eine Seite, wie ich die gestaltet habe. Ich gehe hier wieder rechts auf den Menü-Button, gehe hier nochmal auf Seiten und jetzt wähle ich mir mal, das müsste die Situationsbild 3 Seite sein, die so gestaltet ist. Die öffne ich einmal und das sind die ganzen leeren Seiten, sehe ich jetzt gerade. Dann gucke ich mal einmal kurz,
dann habe ich die wahrscheinlich anders benannt. Eine Sekunde. Da müssen wir mal gucken, wie die eigentlich heißen. Situations, da sind sie, Smoothie. Ah, genau. Diese Situationsbildseiten, das sind die, die ich sozusagen vorbereitet habe für Sie, ne, dass Sie die dann entsprechend schon als Situationsbildseiten benutzen. Die zeige ich auch gleich nochmal, wie man sie bearbeitet. Und hier sind meine Smoothie-Seiten und da gehe ich jetzt mal auf die Smoothie-Seite 3 und öffne diese Seite. Und hier sehen wir jetzt, dass ich nicht mehrere Tasten sozusagen im Vordergrund habe, sondern ich habe im Prinzip nur eine Seite, die noch gar keine Tasten hat. Die habe ich erstellt und jetzt lege ich sozusagen auf mein Hintergrundbild, das ich hier im Hintergrund habe, lege ich meine Tasten, dass die so verteilt sind, dass wenn ich auf die Banane drücke, dann sagt es mir an, was die Banane, was mit der Banane zu tun ist. Wenn ich auf die Avocado drücke, dann eben alles, was die Avocado oder was ich mit der Avocado machen muss. Nun ist ganz wichtig, Sie sehen jetzt hier, dass manchmal sozusagen die Tastengröße ganz schön groß ist und dass ich dann hier zum Beispiel, komme ich nicht so richtig an die Kiwi ran. Ne? Wenn ich die jetzt da oben drücke, dann würde er diese Ansage nicht machen. Dann muss ich schon recht mittig drücken. Deswegen ist es manchmal günstiger, dass ich an so einer Stelle dann die Tastenfeldgröße einfach erweitere, eine größere Seitenanzahl oder Tastenanzahl auf der Seite nehme und dann kann ich bessere, ja, kleine Bildbereiche sozusagen definieren, was die sagen sollen. Okay, jetzt zeige ich einmal, wie ich so eine Seite überhaupt bearbeite. Wie gesagt, ich würde Ihnen empfehlen, diese von uns vorbereiteten Seiten zu nehmen. Diese hier, so eine Situationsbild 1 Seite, dann haben Sie schon einen großen Tastenbereich, wenn Sie nur erstmal große Bilder benutzen wollen als Situationsbild. Und um auf diese Seite jetzt so ein Bild zu bekommen, müssen Sie hier auf den Menü-Button und dann gehen Sie auf Seite bearbeiten, wenn Sie auf dieser Seite sind. Und jetzt, wenn Sie hier ein Bild laden, dann ist das sozusagen ein Hintergrundbild für die gesamte Seite. Ja, das heißt, ich gehe jetzt hier einmal auf Import und ich gehe in meine Galerie und
So, da habe ich zum Beispiel ein schönes Bild von einem Betriebsausflug. Und so sieht das dann aus. Ich habe jetzt auf der gesamten Seite im Hintergrund hier eine große Taste. Da gehe ich auf OK. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass wenn ich jetzt hier einzelne Bereiche machen wollte, wir hatten einen schönen Betriebsausflug und es waren mit und ich möchte jetzt hier die ganzen Namen eingeben, dann ist diese Tastenfeldaufteilung natürlich ganz schön groß. Das könnte schwierig werden, hier an alle zu kommen, wobei im Moment sehe ich eigentlich, dass das ziemlich gut geht. Dann zeige ich das mal als Beispiel, wie ich das gestalten könnte. Okay, ich mache hier oben links erstmal so eine Startaussage, gehe auf neue Taste erstellen und sage, dort soll erstmal hin, wir hatten einen schönen, ups, da fehlt was, mein Ü möchte er nicht haben, nehmen wir das. So, okay, ich mache jetzt kein Bild dazu, das ist jetzt einfach hier meine Startaussage und dann möchte ich dazu noch haben, wer alles dabei war und dann kann ich jetzt hier diese Taste bearbeiten und könnte zum Beispiel sagen, dass ich möchte, dass diese Taste jetzt von der Größe her wieder nicht mehr so groß ist, sondern kleiner ist, also Entschuldigung, da bin ich jetzt falsch gegangen. Gehe natürlich gleich auf Tastengröße ändern. Tastengröße ändern. Und jetzt sage ich, die soll wieder nur ein Feld haben. Erstmal. Und das bestätige ich mit OK. So, und jetzt sehen wir, dass die anderen Felder auch alle ganz transparent sind. Und jetzt würde ich sagen, hier möchte ich jetzt, dass wir sagen, wer dabei war. Und jetzt kann ich diese Taste hier entsprechend vergrößern. Tastengröße ändern und sage, die soll jetzt zwei vertikale Zellen und eine horizontale haben. Und jetzt kann ich die entsprechend bearbeiten und hier reinschreiben. Kalle war mit. Okay. Und jetzt können wir das gleiche mit dem Martin machen. Neue Taste erstellen. Dann schreiben wir Martin war auch mit. Und jetzt müssen wir in dem Falle aufpassen, weil diese Taste muss jetzt unbedingt transparent gemacht werden, ne, weil die habe ich jetzt ganz neu erstellt. Die andere Taste, die ich vorhin hatte, die war schon transparent. Und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt muss ich hier oben auf Layout gehen und muss hier darauf achten, dass ich diese Taste, die ich selber erstelle, auch transparent mache. Okay. So. Und jetzt könnte ich das weiterführen mit anderen, will ich jetzt nicht, sondern ich sage, die Seite ist so fertig. Ich gehe aus dem Editiermodus wieder raus. Und dann sehen wir, in dem Falle habe ich natürlich dummerweise ein Label eingegeben. Jetzt sehe ich hier oben noch die Schrift. Ist an sich nicht so schlimm, weil dann wüsste ich, wo in dem Bildbereich ich drücken muss. Aber schöner wäre es natürlich, wenn das nicht wäre. Das hätte ich natürlich. Dann gehe ich nochmal in den Editiermodus. Das hätte ich natürlich lieber eingeben sollen, nur bei Mitteilung und nicht bei Label. Das war eben gerade die Macht der Gewohnheit. Ich würde jetzt also hier das Label rausnehmen und würde das Ganze nur bei Mitteilung reinschreiben, sodass er das im Label nicht drin hat. So, da sehen wir gleich den Unterschied. Jetzt haben wir hier die Taste, die macht auch das, was wir wollen, aber die hat eben nichts draufstehen, was ich in dem Falle ja auch nicht möchte. So, und jetzt kann ich hier nur draufdrücken und dann wird auch das gesagt, was ich sagen möchte. Martin, da auch mit. Okay.
So kann ich eine Seite mit Situationsbildern gestalten und wie gesagt, wir haben Ihnen 10 hintereinander folgende Situationsbildseiten schon vorbereitet, so dass man relativ schnell und einfach dort einfach Bilder einfügen könnte. In dem Fall habe ich die auch alle in Querformat gelassen. Wenn Sie unbedingt Hochformatbilder haben wollen, können Sie das auch machen. Ansonsten, wie gesagt, denke ich, machen wir dann, kann man wieder in Querformat machen. Das wäre jetzt genau das Gleiche wie vorhin mit den Notizbuchseiten. Diese kann ich wieder in mein Vokabular integrieren. Und das hatte ich vorhin gesagt, diese Situationsbildseiten sind jetzt sowieso auf einer 45er Oberfläche gestaltet. Für die, die vielleicht, es sind ja viele, die LogoFox 50 benutzen, da zeige ich jetzt einmal kurz, wie man die Seitengröße verändern kann. Wenn ich hier sagen will, ich will jetzt aber statt 45 50 Seiten haben, dann kann ich hier im Editiermodus bei Seite bearbeiten, kann ich hier bei Layout selbst entscheiden, welche Tastengröße die haben soll. Jetzt sehe ich gerade, hier sind doch 50 Felder, 5x10. Wenn ich 45 Felder haben möchte, dann kann ich das reduzieren, wobei reduzieren immer das Problem ist, dass dann die Randfelder, wenn die belegt sind, dass die dann sozusagen weggeschnitten werden. Das warnt der Talker dann auch. Also ich würde immer nur empfehlen, die Felder dann zu erweitern. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wenn wir sowieso keine Fingerführung haben, dann sieht man hier kaum, ob das nun auf einer 45er Felder Oberfläche diese Pfeile sind oder auf einer 50er. Da hat man kaum einen Unterschied. Ansonsten, wenn Sie es unbedingt so haben wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie diese beiden Felder dann zunächst mal hier in eine Ecke ziehen, wo sie ein bisschen weiter drin sind. Dann ist es nicht schlimm, wenn die ausgeschnitten werden und dann können Sie die später dann nochmal wieder nach außen ziehen auf die Felder. Okay, so, das heißt, das wäre so ein, genau, Erzählbuch oder Situationsbilder für alle möglichen Ideen, Rezeptvorschläge, die man hat oder eben auch wirklich, wenn man gerne mit Fotos erzählen möchte, dann kann man das auch so machen. Sie sehen allerdings, es ist ein kleines bisschen aufwendiger als jetzt das, was wir vorhin mit dem Erzählbuch hatten, wo wir einfach auf eine Taste 4 Felder drauf machen. Hier muss man ein bisschen mehr arbeiten, das heißt, das macht man natürlich nicht jeden Tag, sondern das macht man dann für bestimmte Dinge, die dann auch länger auf dem Talker sein sollen. Das könnte eben zum Beispiel ein schönes Ich-Buch sein, dass man ein hübsches Ich-Buch gestaltet, dann hat man ein schönes Familienfoto und kann sagen, das ist meine ganze Familie und dann kann man auf jeden Einzelnen tippen und sagen, das ist meine Mama, das ist mein Papa und dann kann ich weitergehen und kann viele Sachen, weiß ich, vielleicht dann kann ich mein Haus und unseren Garten zeigen und ja, da könnte ich ein hübsches Ich-Buch mitgestalten. So, dafür ist eigentlich das gedacht, weil das ein bisschen mehr Arbeit macht, aber dann natürlich viele schöne Möglichkeiten hat. So, ich gehe einmal weiter. Wenn es dazu keine ganz, ganz wichtigen Fragen mehr gibt, so, ich habe gesehen, es gab ein paar Fragen oder eine Frage, ja. Die Mareike fragt, wo finde ich die Situationsbilder als Talker-Nutzer später? Wo ist das in meinem Vokabular? Das ist wieder so, wie ich vorhin erklärt habe mit den Notizbüchern. Ich muss einfach die Startseite, in dem Falle meine Seite Situationsbild 1, so heißt diese Seite. Ich zeige das einmal nochmal kurz, wenn ich hier auf Seiten gehe. Dann sehen wir haben Situationsbild 1 und die ist verknüpft mit den 10 anderen Situationsbildern. Das heißt, wenn ich mir dann ein Ich-Buch mit 10 Seiten anlegen möchte, dann muss ich diese Seite einfach auf irgendeine Taste in meinem Vokabular verknüpfen, also eine Taste bearbeiten, die mich dorthin führt und dann kann ich selber zu diesem Vokabular gehen, ne, oder zu diesen Situationsbildern. Soll ich das einmal kurz zeigen? Okay, dann mache ich das einmal kurz. In dem Fall muss ich natürlich erst wieder in mein Vokabular gehen. Ne? Ich gehe in LogoFox 50, mein Webinar. Und jetzt mache ich Folgendes.
Jetzt sage ich zum Beispiel, ich will das hier bei den Sätzen hier mitmachen. Da will ich eine Taste hier belegen mit diesen Seiten. Jetzt muss ich natürlich als allererstes die Seiten alle importieren. Dazu gehe ich auf Editiermodus, gehe auf Seiten und muss jetzt genau das Gleiche wieder tun. Ich gehe nochmal auf das Menüfeld und gehe auf Import. Jetzt gehe ich hier wieder auf meine Webinar-Ressourcen und hole alle Situationsbildseiten. Ich mache es jetzt einfach nur mit 5 Bildern, das reicht auch erstmal. Die importiere ich mir. Und jetzt kann ich hier anlegen die Verknüpfung dazu. Ich drücke da einmal lange, neue Taste erstellen. Ich mache jetzt dort kein Bild hin. Ich denke, das wissen Sie, wie das funktioniert. Da gebe ich jetzt wieder Label und Mitteilung ein, was ich möchte. Mitteilung in dem Fall ja sowieso nicht, sondern ich gehe auf Funktion, lösche Mitteilung ausgeben weg, weil die Taste soll ja nichts sprechen. Die soll ja nur zu meiner Seite blättern. Gehe auf Funktion hinzufügen, blättere hier nach unten und sage Seite anzeigen. Und dann zeigt er mir alle Seiten, die es gibt. Und da suche ich mir meine Situationsbild 1 Seite. Da haben wir sie und da sehen wir, die 5 weiteren sind auch da. Da haben wir sie und sage, okay, die soll mir da angezeigt werden. Und wie gesagt, ich habe es jetzt einfach nicht benannt, das geht jetzt, ging jetzt einfach schneller. Ich habe auch kein Bild gewählt. Jetzt komme ich von dieser Taste einfach auf meine erste Situationsbildseite und die weiteren Seiten sind hier einfach schon im Voraus verknüpft. Und wenn die alle bearbeitet sind für ein Ich-Buch, dann habe ich das im Prinzip schon fertig. Und kann hier mein Ich-Buch mit den verschiedenen Seiten gestalten. Sie sehen, hier haben wir Situationsbild 3, 4 und ich hatte jetzt nur 5 reingemacht. Dann gibt es natürlich mehr erstmal nicht. Okay, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ja, sehr schön. Gut. So, also das heißt, das müsste jetzt klar sein, wie Sie aus den Webinar-Ressourcen diese schönen vorbereiteten Seiten in Ihr Vokabular bringen können. Das betrifft alle Seiten, die ich bisher gezeigt habe. Eine ganz wichtige Sache möchte ich noch zeigen, die mir am Editor sehr gefällt. Wenn Sie gerade auch kleinere Vokabulare benutzen, es gibt ja manchmal Situationen, wo der Talker nicht so gut mit hingenommen werden kann. Das kann zum Beispiel auch zum Beispiel der Sandkasten sein, wo der Talker nicht mit hingenommen werden kann. Dann wäre es ja schön, wenn man die Seiten, die man im Talker hat, also wenn man nicht sozusagen neue Seiten irgendwie gestalten muss für die Kommunikation. Ich habe vielleicht sowieso eine Seite, die Plauderseite, wo die wichtigsten Sätze sind, die ich für meinen Benutzer gespeichert habe. Und ich möchte diese Seite gerne mal ausdrucken. Und das kann man mit dem Editor machen, sodass ich sozusagen entweder eine Notfallmappe machen kann, wo ich sozusagen einen Papiertalker habe, den ich benutzen kann, vielleicht wenn der eigene mal kaputt ist und eingeschickt ist. Oder ich kann einfach auch für Situationen wie Schwimmbad, Sandkasten, wo ich den Talker besser nicht mitnehme, dann auch meine wichtigsten Kommunikationsseiten haben und kann dann eben ohne Sprachausgabe zumindest als Kommunikationsmappe damit arbeiten. Das kann ich im Editor machen. Das zeige ich einmal. Da öffne ich jetzt mal meinen Editor. Okay, und MobiSyn kommt mal weg. So. Hier können alle meinen Editor hoffentlich sehen. Dafür wechsle ich mal in LogoFox 50. Und jetzt zeige ich, dass ich hier in bei Einstellungen, habe ich die Möglichkeit, hier auf Seite drucken zu gehen. Und ich zeige es jetzt nur in der Vorschau. Ich habe jetzt beispielsweise meine Sätze-Seite, die möchte ich immer zur Verfügung haben. Da mache ich ein Häkchen rein und dann sage ich ausgewählte Seite drucken und dann müssten wir eigentlich gleich eine Vorschau sehen, hoffe ich. Macht er keine Vorschau bei mir jetzt. Das heißt, jetzt schickt er das hier unten zum Drucken und das macht er jetzt bei mir leider nicht.
weil ich meinen Drucker nicht angeschlossen habe. Und jetzt hätte ich sozusagen diese Seite, ich zeige das einmal, diese Sätze-Seite komplett so, wie sie ist, ausgedruckt und könnte die für meine Kommunikationsmappe benutzen. Genau. Das war etwas, was ich im Editor gerne zeigen möchte oder zeigen wollte. Und ich weiß nicht, ob Sie alle schon die Funktion Eingabe mitschneiden im Editor kennen. Also der Editor ist ja das Programm, das man sozusagen auf dem Rechner haben kann. Und jetzt zeige ich das einmal kurz, wie man das machen kann, wenn ich hier oben auf Eingabe mitschneiden gehe und einzelne Wörter oder Sätze für den Benutzer visualisieren will, wie er zu diesen Wörtern kommt, zum Beispiel wenn es so relativ abstrakte Sachen sind wie gestern, heute oder morgen oder sowas wie auch, mit, für, dann kann ich hier auf meinetwegen Adverbien gehen und zeige, ich will zum Beispiel, dass der Benutzer sagt auch mitmachen und das ist relativ kompliziert und da will ich ihm erstmal helfen und zeige hier auch mitmachen. Und das kann ich jetzt in die Zwischenablage kopieren. Und wenn ich dann hier unten sehen Sie, habe ich mein Word verknüpft, öffne Word und füge das ein. Und dann habe ich das so ähnlich wie Schreiben mit Ikonen bei unseren Accent-Geräten, kann ich mir hier diese Aussagen ausdrucken. Wenn ich will, kann ich natürlich hier auch noch zusätzlich mal unten drunter schreiben, auch mit machen, wenn ich vielleicht beides parallel haben möchte. Genau, und das könnte ich jetzt auch ausdrucken. So,